Aschaffenburg, ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Künstler aus 12 Nationen an 3 Tagen bei einer Schau. Nach ihrem Auftakt 2015 in Erlenbach ist die Kunstmesse Main Art seit 2017 in Aschaffenburg beheimatet. Mitte Mai wird kreativen Köpfen nun zum 4. Mal im Herzen Aschaffenburgs eine Plattform für ihr Schaffen geboten. Möglich macht dies unter anderem ein nicht minder kreativer Kopf, die Kunstmanagerin Rita Stern. Gemeinsam mit der Wahlrüdenauerin spreche ich in dieser 69. Folge von Mein Aschaffenburg darüber, welche Hürden es zu nehmen galt, bis sich die Pforten einer Kunstmesse öffnen können. Des Weiteren verrät die 41-Jährige, was die Schau zeitgenössischer Kunst so besonders macht, welche Vielfalt an Werken aus den verschiedensten Bereichen der bildenden Kunst es zu entdecken gilt und weshalb es dem Main Art Team so immens wichtig ist, junge Menschen an Kunst heranzuführen. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast@mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 69. Folge von meiner Aschaffenburg. Es ist eine Podcast-Folge über die Kunst. Ob es auch ein Leben für die Kunst ist, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Minuten herausfinden. Guten Morgen, Rita Stern. Ja, guten Morgen, Nina. Hallo. Wie schläfst du denn momentan so kurz vor der nächsten Main Art? Kurz, würde ich sagen. Tatsächlich. Wir sind ganz freudig aufgeregt und ja, es ist spannend so kurz vor der Messe. Extrem viel zu tun. Wir sind ja nur 2 Personen, die das Ganze organisieren. Und ja, dementsprechend viel zu tun ist für uns. Das ist auch unser Hauptanlass, die Messe. Wir starten einfach mal viele Jahre zurück und damals hatten nämlich, du hast eben gesagt, ihr seid jetzt zu zweit, aber damals hatten 3 Damen die Vision, eine Kunstmesse in der Region zu etablieren. Reist du mit mir zurück in der Zeit? Mach ich gerne. Wer war denn damals alles neben dir dabei? Ja, die Brigitte Seiler natürlich. Die ist heute noch am Start? Die ist heute noch am Start, genau. Und die Sabine Stellrecht-Schmidt, die war auch mit am Start. Also zu dritt haben wir angefangen. 2015, da war dann die erste, aber wann haben denn so eure Planungen begonnen oder wann ist die Idee geboren und vielleicht bei wem? Ja, also 2014 ist die Idee geboren, das war das erste Treffen von uns allen. Wir haben uns kennengelernt bei einem Kultur- und Kreativaustausch in Miltenberg und da haben wir uns alle das erste Mal richtig kennengelernt und waren uns auch gleich sympathisch. Und die Brigitte hat eigentlich die Idee in den Raum gebracht, in der Region, also sprich in unseren Landkreisen, eine Kunstmesse zu etablieren beziehungsweise zu initiieren erstmal, weil es das natürlich in der Region nicht gibt und damals auch in Frankfurt nicht gab. Und dann aber eben eine kleine feine Messe, bei der wirklich jeder Marktteilnehmer, also sprich jeder Künstler, der selbst produziert, auch wirklich wahrgenommen wird und die Vielfältigkeit trotzdem gezeigt und gesehen werden kann. Also so eine Mischung. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und das war so die Grundidee, weil sie einfach sehr viele Messen besucht hat, natürlich nicht nur hier in Deutschland, sondern auch europaweit. Und da ist ihr einfach aufgefallen, dass die kleineren Messen sympathischer rüberkommen und sympathischer für den einzelnen Künstler eigentlich sind, um den wahrzunehmen. Und diese großen Messen, die überfordern einen, die erschlagen einen förmlich. Und so ist sie dann mit dieser Idee in den Kreis getreten. Und ja, da sind wir darauf aufgesprungen und haben gesagt, jawohl, wir haben da Interesse daran, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und wir sind da auf jeden Fall mit am Start mit unserer Kompetenz, die wir in unseren Bereichen haben wiederum. Mhm. Wie groß waren denn damals so die Hürden, mit denen man vielleicht so gar nicht gerechnet hat und die es vielleicht heute auch gar nicht mehr gibt, aber die so vor einer ersten Messe einfach aufploppen? Ja, Hürden sind natürlich immer viele da oder können immer viele da sein. Ne? Das fängt an mit der Ungewissheit, wie sieht's mit einer Location aus? Wie kann man sich dort überhaupt etablieren? Wie kann man dort einen Messebau zum Beispiel integrieren? Werden die Künstler, die man anspricht, überhaupt
darauf ansprechen sozusagen? Sind die bereit, in fernab der Metropole zum Beispiel in unseren Landkreisen überhaupt aufzutreten auf einer Kunstmesse? Also das sind viele, viele, viele kleine Faktoren, die dann zusammenpassen müssen. Wie wird das Publikum sozusagen regional darauf reagieren und kommen die Leute dann wirklich, um die Kunst zu sehen? Wobei, davon gehen wir immer stark aus, aber nichtsdestotrotz, da gibt's viele kleine Hürden sozusagen erstmal, mit denen man kämpfen muss und die erstmal ungewiss sind, die sich aber immer weiter verfeinern und die immer einfacher werden mit der Zeit. Wobei man sagen muss, der Auftakt 2015 ist ja gelungen, sonst wären wir jetzt nicht in der vierten Auflage. Aber dem Landkreis seid ihr mittlerweile entwachsen. Ihr habt 2015 in Erlenbach losgelegt. Seit danach nach Aschaffenburg ins Schloss 2017. Jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen, weil die Veranstaltung konnte ja leider nicht stattfinden. Wir wissen alle warum. 2019 wäre noch gegangen, aber ich glaube, da hatte sich die Kollegin privat anderen Projekten verschrieben. Richtig. 2020 konnte natürlich nicht stattfinden, deswegen 22. Da wart ihr auch in Aschaffenburg, aber in einer ganz besonderen Location und in der seid ihr dieses Mal wieder. Richtig, genau, weil unser Plan natürlich schon ist, in einer Location zu bleiben. Also wir wollen uns dann fest dort etablieren, wo wir sind, waren aber tatsächlich so lange immer wieder auf der Suche nach einer geeigneten Location, wo es logistisch gut funktioniert. Das ist mal das eine, auch für den Messebau gut funktioniert. Das ist vielleicht im Schloss dann schwieriger gewesen. Das war schwieriger, genau, das war nicht ganz so einfach umzusetzen und auch mit dem Team vor Ort. Das muss einfach reibungslos funktionieren und da müssen wir sagen, sind wir bei Brass super happy. Also kann man nicht anders sagen, das ganze Team vor Ort, natürlich Herr Brass an sich, auch als Kunstmäzen beziehungsweise als Förderer dann und die ganzen Mitarbeiter vor Ort. Es ist eine super freundliche Stimmung, Leute sind hilfsbereit, wir können uns dort wirklich schön ausbreiten mit den Künstlern und ja. Hast du eine ungefähre Quadratmeterzahl, dass man sich das einfach vorstellen kann? Naja, es ist auf 2 Etagen. Ich muss gestehen, Quadratmeterzahl haben wir nie durchgerechnet, weil es gibt jetzt keine Grundpläne, die wir ranziehen, so mit Quadratmetern. Aber der Messebau natürlich hat es dementsprechend nachgemessen und dementsprechend auf 2 Etagen in dem Fall, in einer Jugendstilhalle. In der Grünewaldhalle. Ich glaube, wir hatten es bisher gar nicht erwähnt. Wir müssen sagen, das ist die Grünewaldstraße und die Grünewaldhalle. Ich glaube, für Aschaffenburg und selbst für Aschbecher, die sich gut auskennen, eher eine unbekannte Location. Das ist eigentlich eine Halle, die bisher denn wie genutzt wurde? Du weißt da bestimmt mehr. Ja, früher tatsächlich auch kulturell. Ne, Frau Brass damals sehr kulturaffin. Sehr, sehr kulturaffin, selbst auch Kunstsammler, haben damals unwahrscheinlich viele Ausstellungen umgesetzt als Galerie, als in der Kunstszene sozusagen und Kultur gefördert. Und es ist ja auch nach wie vor ein Theater drin, ein kleines. Also auch das ist nach wie vor so eine Kulturförderung oder die passt eben im Endeffekt wahrscheinlich gut in diese Jugendstilhalle hinein. Junge Bühne, ich glaube, das kennt dann doch der eine oder andere. Davon gehe ich mal aus, in Aschaffenburg. Und ja, dann wurde es im Endeffekt für Veranstaltungen genutzt und lange Zeit jetzt nur für den eigenen internen Gebrauch sozusagen. Und hier weckt die Halle wieder zum Leben. Ja, das war wirklich auch ein glücklicher Zufall. Die Brigitte Seiler kam auch aus ihrem Bekanntenkreis heraus, glaube ich, durch Gespräche und durch sie selbst eben auf diese schöne Halle und hat kurzerhand das Telefon in die Hand genommen und Frau Brass angerufen und ein persönliches Gespräch mit ihr geführt, bevor sie ja leider jetzt verstorben ist. Ich wollte gerade sagen. Dann war sie begeistert von der Idee. Und so haben wir die Möglichkeit bekommen, tatsächlich das umzusetzen und sind mit Herrn Brass jetzt im regen Austausch diesbezüglich. Wie schwer war es denn eigentlich damals nach 5 Jahren von eben 2017 zu 2022 die Motivation aufrechtzuerhalten oder überhaupt den Willen, wieder eine Kunstmesse zu organisieren? Ja, der Wunsch war ja durchgehend da. Tatsächlich, wie du schon sagtest, 2019 war die Brigitte Seiler dann erstmal unterwegs auf einer längeren Reise. Deswegen hat es in dem Jahr nicht stattgefunden, was vielleicht im Nachhinein gar nicht schlecht war, weil da hat es ja so ein bisschen schon, das war noch gar kein Problem zu der Zeit, sorry. Das war ja erst 2020 tatsächlich das Problem. Aber da war für uns ganz klar, okay, wir wollen unbedingt wieder die Messe stattfinden lassen, eben mit diesem längeren Abstand. Schwierig war im Endeffekt immer nur diese Entscheidung während der Krise,
Kann man das Ganze wieder auf profunde Beine stellen? Funktioniert es kulturell einmal als Event? Dürfen die Leute dann durchlaufen? Können genug Aussteller sich präsentieren und genug Besucher tatsächlich kommen? Funktioniert das ganze Projekt finanziell? Weil das ist für uns natürlich immer ein privates, großes Risiko auch, dass wir eingehen als Veranstalter. Und das war eher die Schwierigkeit und die Herausforderung die letzten Jahre. Aber die Motivation war sehr groß und die war da. Also die Vorfreude darauf, die Veranstaltung wieder umzusetzen, war ungebrochen. Habt ihr anscheinend auf solche Höhen getrieben, dass jetzt keine zweijährige Pause zum Tragen kommt, sondern dass gleich 2023 wieder eine Mainart stattfindet. Genau, richtig. Ja, Grund unter anderem war auch ein Initialgespräch mit dem Frankfurter Kunstverein Eulengasse, die nämlich dieses Jahr ein 20-jähriges Jubiläum feiern. Und damals haben schon, also letztes Jahr haben schon Gespräche dazu stattgefunden, ob man nicht dieses Jubiläum bei uns als großen Stand und als Kunstverein auf der Messe integriert und auch ein dementsprechendes Programm zusätzlich fährt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Da musst du natürlich ein bisschen mehr verraten. Ja, gerne. Also die Eulengasse selbst wird jetzt mit 10 Künstlern kommen, auch international. Also ganz klasse, es sind deutsche Künstler dabei, aber auch Peruaner, Chile und Afghaner. Also sehr interessant, eine schöne Mischung und verschiedene Stilrichtungen werden auftreten. Die werden dann die ganze Bühne bestücken mit Kunstwerken. Also das ist eigentlich der größte Stand, den wir dann dieses Jahr auch haben. Das sind dann über 30 Quadratmeter. Also eine sehr schöne Darstellung. Und die haben ein Spezialprogramm noch auf die Beine gestellt, was wir auch klasse finden, dass an allen drei Messetagen, also Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils noch ein Programm stattfindet von einem jeweiligen Künstler. Das heißt, das findet man auf der Website natürlich auch, ne, beziehungsweise auf Social Media. Und man kann dort Live-Drawings sehen, die dann stattfinden und es wird ein Glücksrad gedreht und dann kann man sozusagen ein Gespräch mit dem Künstler gewinnen, wo man dann Fragen beantwortet bekommt und so weiter und so fort. Also so ein bisschen interaktiv. Ja, und vor allem, ich entnehme deine Aussage, dass die Künstler vor allem an den drei Messetagen zumindest wahrscheinlich weitgehend auch vor Ort sind. Das heißt, wer in Austausch treten möchte mit dem Künstler, er hat die Gelegenheit. Richtig. Und zwar nicht nur bei der Eulengasse, sondern generell. Das ist also generell auch eins unserer Ziele, dass man als Besucher, als Kunstinteressierter, auch übrigens als Schüler, als auch als junger Mensch in Austausch kommt mit wirklichen Kunstschaffenden, also mit den Produzenten sozusagen, die die Kunst selbst darstellen. Das ist sowieso etwas, das ihr euch auf die Fahne geschrieben habt, auch wieder junge Menschen, das klingt immer so fürchterlich abgedroschen, aber junge Menschen für die Kunst zu begeistern, das ist einfach so. Ja, genau. Und das ist uns extrem wichtig. Das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit, die dieses Jahr noch stärker im Fokus steht, weil sie auch einer der wichtigen Punkte sozusagen dieses Jahr mit ist oder ein Schwerpunkt der Kunstmesse, aber für uns schon immer wichtig war. Das heißt, von Anfang an, auch seit 2015, haben wir den Tag der Schulen. Das heißt, Freitag ist nochmal speziell für Schüler geöffnet. Schulen oder Schüler haben freien Eintritt, sind also herzlich willkommen, den ganzen Tag vorbeizukommen. Und wir haben auch Schulklassen, die von unserer Kuratorin Bianca Hambusch geführt werden. Das heißt, Kuratorinnenführung durch die ganze Messe. Und das ist schon eine Besonderheit für die Region, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Du hast doch gerade schon die Kuratorin erwähnt, eine. Es ist ein Trio. Richtig. Magst du uns zudem vielleicht auch noch etwas verraten? Es sind ja durchaus auch bekannte Größen in der Stadt. Das ist wohl wahr, genau, richtig. Also zwei Damen, die in Aschaffenburg in der Kulturszene dementsprechend aktiv sind und unterwegs sind. Die Elisabeth Klaus, sowieso bekannt im Aschaffenburger Kunstverein und eine Größe und langjährig unwahrscheinlich aktiv, und Iris Solves, die ja neu das Kunstlanding übernommen hat und ebenfalls natürlich eine langjährige Erfahrung hat im Kulturbereich und uns beide stark unterstützen diesbezüglich und die Kuratierung und Jurierung der Künstler mitgetragen haben. Ist das vielleicht eine Frage, die sich der ein oder andere stellt? Ihr seid eben ja die Organisatorinnen, jetzt eben zu zweit, und dann gibt's jetzt drei Kuratorinnen. Ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, es ist vielleicht nicht jedem klar, was macht denn eine Kuratorin? Vielleicht sollten wir es an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Ja, klar, sehr gerne. Also einmal kuratiert das Kuratorenteam oder juriert sozusagen die Künstler, die dann tatsächlich
auch zur Messe zugelassen werden. Und das waren ja mit Sicherheit wesentlich mehr, als dann vor Ort sein werden. Richtig, genau. Waren einige Bewerbungen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie hoch die Zahl war, aber das waren sehr, sehr viele, zahlreiche Bewerbungen. Sehr viele junge Künstler dieses Jahr auch, weil auch einer der Schwerpunkte auf Young Artists liegt. Das heißt, wir haben ganz besonders auch nochmal Werbemaßnahmen diesbezüglich getroffen, dass wir auch die jungen Künstler erreichen. Und all das muss eine Kuratorin wirklich im Detail erstmal sichten. Das heißt, es werden alle Biografien durchgewälzt. Jeder Künstler wird im Detail betrachtet, nach seinem Genre, nach seinem Fach sozusagen beurteilt und dann natürlich auch Querverweise. Das heißt, wie viele gibt es aus welchem Fachbereich sozusagen Malerei oder Skulptur oder Fotografie etc. Und all das wird sozusagen abgewogen und in ein Licht gebracht, ne? Und in eine gesamte Ausstellung sozusagen. Damit es am Schluss ja auch einfach harmoniert. Richtig. Soll ja auch keine Schau einzig für Malerei werden, genauso wenig wie für vielleicht nur digitale Kunst, sondern soll ja ausgewogen sein. Ausgewogen, vielfältig, international, regional, national, diese Vielfalt, ne, in so einer kleinen Kunstmesse eine Vielfalt zu zeigen. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung für die Kuratorinnen. Und natürlich gehören dann auch viele weitere Punkte dazu, wie zum Beispiel eben Führungen vorzubereiten, Pressetexte zu schreiben, mit weiteren Marktteilnehmern zu sprechen. Ne, also dieses Repräsentieren von einer Messe und von den Künsten und den Künstlern, das gehört alles zu einer Arbeit sozusagen einer Kuratorin oder zur Leidenschaft einer Kuratorin vielleicht auch. In eurem Fall sogar geballte Frauenpower. Richtig. Ihr seid zu fünf am Werk. Ja, also das hat sich echt einfach so ergeben. Das ist jetzt nichts, was geplanterweise war, aber ja, wir sind geballte Frauenpower. Aber dann lassen wir doch jetzt einfach auch nochmal die Herren der Schöpfung hier ja im Fokus stehen. Ihr habt, du hast gesagt, südamerikanische Künstler dabei. Aber es sind eben nicht nur südamerikanische Länder, sondern insgesamt 12 Nationen. Ich finde es wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich viel. Ja, es ist auch erstaunlich. Also man sieht wiederum, wenn man den Fokus darauf legt, dass man das wichtig findet, dass ein internationaler Austausch stattfindet, dann schafft es sogar eine kleinere Plattform, die eben nicht in Hamburg sitzt oder in Berlin, eine Internationalität zusammenzubekommen. Und es haben sich auch wesentlich mehr Nationen beworben, muss ich dazu sagen. Nur in der Auswahl ist dann eben diese Konstellation zusammengekommen. Aber ja, wir sind auch tatsächlich jedes Mal wieder aufs Neue positiv überrascht und angetan davon, wie viele unterschiedliche Persönlichkeiten sich einfach bei uns bewerben und mit dabei sein wollen. Und dieses Persönliche, das ist auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf der Messe. Das heißt, wir gestalten das Ganze auch sehr persönlich, auch untereinander mit den Künstlern dann. Das erklärt ja vielleicht auch, dass es Wiederholungstäter gibt. Ja, immer wieder. Zum Glück, da freuen wir uns auch ganz besonders. Ja. Dieses Jahr sind 50 Künstler und Künstlerinnen dabei. Kannst du da ungefähr eine Tendenz ausmachen? Sind es mehr Männer, mehr Frauen oder ist es doch auch da ausgewogen? Schaut ihr auch da, dass es passt? Ist relativ ausgewogen. Es sind sehr viele Frauen dabei, aber insgesamt ist es eigentlich ziemlich ausgewogen. Ich habe sie tatsächlich nicht durchgezählt, deswegen kann ich jetzt gar keine Zahl Frauen-Männer-Quote nennen. Aber es ist relativ ausgewogen, würde ich sagen. Aber für den Kunstmarkt an sich, muss man sagen, ist die Frauenquote sehr hoch und das sehe ich als sehr positiv an tatsächlich, ne? Denn eigentlich sind Frauen oftmals in der Kunstszene unterrepräsentiert. Und das ist aber hier nicht so. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv zu erwähnen. Und vor allem die Nachwuchskünstler. Das finde ich, glaube ich, auch mal nochmal, wir müssen es nochmal betonen, davon sind 12 Young Artists, so nennt ihr das. Ihr habt 26 Solokünstler und 4 Künstlervereinigungen. Das heißt, ihr gebt eben auch Gruppierungen, Galerien sind auch dabei, auch eine Chance. Es ist eben nicht so, dass nur ein Solokünstler dabei sein darf, sondern es geht am Schluss um die Kunst. Die muss stimmig sein, die muss passen, die muss harmonieren, auch mit den anderen Künstlern. Aber es ist eben nicht so, dass ihr sagt, der reine Solokünstler kriegt bei uns eine Plattform. Genau, richtig. Oft ist es auch hilfreich tatsächlich für Künstler, sich in Vereinigungen zusammenzutun, weil auch da ist für einen Künstler sehr viel Arbeit mit verbunden, eine Kunstmesse dann zu bestücken. Einerseits finanziell ja auch zu tragen. Wir haben glücklicherweise eine Förderung dieses Jahr wieder beantragen können und bekommen, tatsächlich auch zugesprochen bekommen, eine Förderung des Bundes. Aber trotzdem ist es immer eine finanzielle Belastung, es ist ein Aufwand, man muss auch zeitlich vor Ort sein.
das Ganze organisieren. Und manches Mal hilft es Künstlern einfach echt in einem schönen Zusammenschluss zu kommen. Das muss kein Verein sein, sondern das kann einfach ein Konglomerat an Menschen, die harmonieren und gut miteinander können, und sich so zu bewerben. Und das funktioniert auch ganz wunderbar. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wir hatten vorhin auch schon ganz kurz die diversen Genres angerissen, die dabei sind. Da kannst du uns aber bestimmt auch noch ein paar Einblicke geben. Wir haben vorhin die Malerei erwähnt und ich habe dann, glaube ich, auch schon von der digitalen Kunst mal kurz gesprochen. Aber es ist ja so viel mehr. Das stimmt, das ist extrem viel. Ich kann das tatsächlich mal, ich habe mir das nämlich notiert. Das kann ich tatsächlich mal aufzählen, weil alleine schon in der Malerei eine Vielfalt herrscht. Also wir haben ungegenständliche, symbolistische, surrealistische, fantastische, figurative, abstrakte und experimentelle Malerei. Also so viel dazu. Dann gibt es Cartoon Art, was für uns das erste Mal tatsächlich auch ein Genre ist, mit einer Young Artist, einer jungen Künstlerin. Collage, kommt auch nicht ganz so häufig vor, ist aber ebenfalls ein ganz schönes Fach. Mixed Media ist häufiger, genauso Materialbilder. Keramik, Holz, Bronze und Marmorskulpturen. Und wir haben analoge und digitale Fotografie, Zeichnung, Grafik und dann auch was ganz Besonderes noch, kinetische Kunst. Das heißt, ein Künstler baut Apparaturen und diese Apparaturen wiederum produzieren analog ein Kunstwerk, eine Zeichnung. Sehr haptisch. Ja. Super. Genau. Und er hat sogar die Apparaturen mit dabei. Das heißt, es ist auch wirklich gewünscht, dass man den Künstlern auch mal über die Schulter schaut. Ja, absolut, unbedingt. Wie gesagt, auch die Live-Drawings, die dann bei der Eulengasse stattfinden. Ich denke, das ist was unheimlich Integratives und Aktives, wo man auch mitmachen kann. Also der Künstler mit Berührungsangst ist bei der MeinArt definitiv fehl am Platz. Das stimmt. Mit wie vielen Besuchern plant ihr denn oder mit wie vielen Besuchern rechnet ihr? Auf wie viele hofft ihr? Wir werden am Opening wieder rund 300 geladene Gäste haben. Das ist mal die eine Seite. Und während der drei Messetage rechnen wir mit roundabout 2000 Messebesuchern. Also um den Dreh herum wäre sehr, sehr schön. Und ja, da freuen wir uns natürlich für die Künstler, wenn die ihre Besucher dann und anregende Gespräche führen können. Und ja, vor allem auch Kunstsammler natürlich da sind. Ja. Wie habt ihr euch denn dann demnächst getaktet? Soll es dann auch 2024 wieder eine Messe geben oder darf es jetzt dann wieder in ruhigeres Fahrwasser alle zwei Jahre kommen? Wir haben noch keine Entscheidung dazu getroffen, keine endgültige. Wenn es tatsächlich ein besonderes Thema gibt, dann wäre es passend, es auch 2024 wieder stattfinden zu lassen, in Absprache mit Herrn Brass. Weil auch das muss natürlich für ihn und für seine Mitarbeiter in Ordnung sein. Und ansonsten auch gerne im Zweijahresrhythmus. Aber ihr seid sehr willig, dass die Messe sich in dieser Location etabliert, an diesem Ort, in diesem Kreis. Ja, absolut. Wir sind sehr zufrieden damit. Das ist vielleicht eine gemeine Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Hast du ein persönliches Highlight dieses Jahr? Es muss jetzt kein genauer, detaillierter Künstlername sein, aber vielleicht die Kunstrichtung oder vielleicht, weil die Biografie dir einfach gefällt. Gibt es eine Künstlerin, einen Künstler, wo du sagst, das ist toll, dass wir den dabei haben oder die? Ich freue mich über alle Künstler, ne? Also da würde ich jetzt keinen einzelnen nennen. Also ich freue mich über alle, die mit dabei sind. Eine ganz besonders, die mir auch ins Auge gefallen ist, ist die Salari Atiyeh, die Iranerin, eine Young Artist, die gesellschaftskritische Werke zum Beispiel malt. Und die spreche mich persönlich an, weil ich selbst als Künstlerin auch eher gesellschaftskritische Bilder zeichne und male. Und ich denke, da ist einfach dann so gedanklich in der Kunst eine Verbundenheit da. Also da habe ich mich sehr gefreut, schon bei der Bewerbung die zu sichten, aber bitte bei tatsächlich allen. Also die Vielfalt ist so gigantisch und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Künstler extrem. Ich glaube, das haben wir verstanden. Ja. Aber du hast gerade die beste Überleitung selbst geliefert.
Ich möchte dich nämlich auch fragen, wie viel Zeit denn eben momentan überhaupt bleibt, um selbst kreativ zu sein? Oder bist du momentan eher in die Rolle der Organisatorin gepresst? Ja, das schon größtenteils, aber es bleibt nicht aus, dass ich auch so viel zu tun habe. Kreativ arbeite jetzt nicht, indem ich selbst gerade frische Kunstwerke produziere, aber als Illustratorin habe ich auch viel zu tun. Und auch das kann zum Glück sehr, sehr kreativ sein. Da darf ich gerade aktuelle Illustrationen zum Beispiel für ein Kinderbuch malen oder für die Stadt Miltenberg dementsprechend digitale Pläne zeichnen und illustrieren. Also solche Arbeiten bleiben trotzdem. Ja, das bleiben nicht aus. Glaube ich, das Besondere, dass du eben so eine Messe aus zwei Blickwinkeln betrachten kannst. Zum einen hast du eben ein ganz fundiertes Verständnis für den Künstler an sich, weil daher kommst du, da wirst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen. Und dann hast du eben aber auch den Blick aus ökonomischer Sicht vielleicht auf diese ganze Messe, auf diesen ganzen Ablauf einer so großen Veranstaltung. Ich glaube, es ist dann doch was Besonderes, wenn man jemanden eben als Organisatorin hat oder gewinnen konnte, der eben Verständnis für beide Seiten hat. Ja, freue ich mich. Danke erstmal. Gut, das gibt tatsächlich meinen Werdegang vor. Also ich durfte in meinem Leben sozusagen beide Seiten kennenlernen und in beiden Seiten geschäftlich aktiv sein. Und das prägt und hilft einem natürlich dann unwahrscheinlich. Und gerade bei so einer großen Veranstaltung muss man all diese Teile extrem im Blick behalten. Ansonsten kann es doch sehr riskant sein. Genau. Und die Künste an sich, ja, damit bin ich halt nun mal groß geworden. Das heißt, das habe ich von der Kinderstube an sozusagen, mit aufsaugen dürfen. Und mit beiden Elternteilen? Genau, richtig. Gut recherchiert. Genau. Ja, unser Archiv ist da sehr zuverlässig. Ja, ja, sehr gut. Genau, also beide Eltern sind bzw. waren Kunstmaler. Mein Vater ist nach wie vor aktiv, meine Mutter lebt schon lange nicht mehr. Und mein Vater lebt in Wien und ist ein etablierter Künstler in Wien. Ganz fantastische Werke und also ich schätze ihn extrem als Künstler. Und damit durfte ich groß werden. Das heißt, der Einblick, der ist sehr prägsam, aber hat mich trotzdem auch eben weltoffen gemacht. Also auch für andere Genres und für andere Formen der Kunst. Mhm. Ja. Mhm. Hast dich aber selber dann erstmal dazu entschieden, nicht die Kunst in deinen beruflichen Fokus zu stellen, sondern ich würde mal sagen, so ziemlich das Gegenteil. Das stimmt. Finanzdienstleistungsbranche. Das Wort ist genauso schlimm wie vielleicht auch die Arbeit an sich. Ich weiß es nicht. Das glaubt man nur. Ich habe dort die besten Kollegen der Welt kennengelernt. Das kann ich nicht anders sagen. Also ich bin heute noch und ich bin 10 Jahre aus der Investmentbranche raus und selbstständig. Ich bin heute noch in Kontakt mit Partnern und Kollegen von der damaligen Zeit. Das war menschlich so wertvoll. Glaubt man nicht. Ich weiß, man denkt immer, das ist steif und hat nur mit Zahlen zu tun. Es ist nicht wahr. In der Investmentbranche lernt man unwahrscheinlich tolle Menschen kennen und sehr kollegial und sehr herzlich. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch zu der Zeit. Und ja, das war eine Zeit, die ebenfalls sehr prägend war. Ich war halt als Vertriebsdirektor in ganz Deutschland unterwegs. Dementsprechend viel fährt man und ist einfach nur unterwegs. Vielleicht habe ich es hier und da übertrieben, so dass ich am Schluss einfach schon wirklich ausgebrannt war nach der langen Zeit im Vertrieb und habe diesen Break dann zurück in die Kunstbranche auch regelrecht gebraucht dann für mein Seelenwohl. Aber nicht aus menschlicher Perspektive, sondern wirklich aus arbeitstechnischer Perspektive. Genau. Und seitdem steht die Kunst wirklich im Fokus deines tagtäglichen Lebens. Richtig, aber auch da die Vielfalt. Ja. Also nicht ausschließlich als Künstler aktiv sein zu können, sondern wirklich auch als Galerist oder Kunstmanager lange Zeit aktiv gewesen, viel Kunstveranstaltungen, also einfach Events zu organisieren, auch für andere Künstler was zu machen, weil mir dieses Eventmanagement sozusagen liegt und das ist eine Leidenschaft auch von mir und deswegen muss ich das zwangsweise kombinieren miteinander. Ich kann gar nicht anders. Wir fragen uns jetzt einfach mal nicht, ob es dann gleich nächstes Jahr weitergeht. Wir werden das alle erfahren. Mal gucken, ob ihr danach erstmal einen Break braucht oder sofort weiter an der nächsten Ausgabe schraubt. Aber bevor wir uns jetzt vertagen und 12. bis 14.05. soll an dieser Stelle nochmal gesagt sein, das ist die diesjährige Ausgabe, 3 Tage im Mai. Mhm.
kommst du aber natürlich aus dieser Nummer auch nicht raus, ohne die kleine grüne Fragenbox zu dir zu nehmen und da drei Fragen von zu ziehen. Gut, dann nehme ich mal die erste. Oh, meine liebste Sonntagsbeschäftigung. Also, vorweggenommen, ich bin selbstständig. Dementsprechend arbeite ich sehr oft auch sonntags. Aber Sonntagsbeschäftigung kann auch sein, und das liebe ich besonders, mit meinem Schatzi zum Beispiel Mountainbiken zu gehen. Wir haben unheimlich gute Mountainbike-Strecken im Miltenberger und Rüdenauer Bereich oder in der Region, in den Wäldern. Und da gehen wir super gerne Mountainbiken. Also wir sind beide Naturmenschen und dementsprechend genieße ich die Zeit gerne im Garten und am Sport, Berg. Sport als Ausgleich. Richtig, genau. Dabei kriegst du dann den Kopf frei, auch wenn es jetzt mit dem momentanen Anschlag wahrscheinlich sehr hoch ist und viel in den letzten Tagen vor der Ausstellung noch organisiert und ja einfach initiiert werden muss, Mountainbiken, Kopf frei kriegen. Ja, definitiv. Also Sport, manchmal auch Laufen, aber noch lieber Mountainbiken. Lieber aufs Rad. Ja, genau. Dann die zweite Frage. Mein Vorbild ist... Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich, denn ich muss sagen, ich habe es immer abgelehnt, so Götzen oder Vorbilder zu haben. Ich war immer schon dann eher rebellisch, als Kind schon. Ich mochte das nicht so, jemandem hinterher hecheln. Aber unterm Strich gab es schon immer wieder in meinem Leben wie so eine Art Mäzene und Vorbilder, Leitbilder, die mir geholfen haben, sozusagen meinen Weg zu gehen. Das waren in der Investmentbranche immer andere Personen, die mich gefördert haben, als in der Kunst. Was so unterm Strich begleitet mich als Vorbild eigentlich Zeit meines Lebens, muss ich fast sagen, mein Vater. Einerseits in den Künsten, andererseits durch seine unheimliche Stärke, Dinge oder Projekte in Gang zu bringen, zu akquirieren, weltoffen zu sein, Dinge zu hinterfragen, zu belesen, immer neugierig zu bleiben und Techniken weiter zu verfeinern, zum Beispiel in der Kunst und. Da ist er mein Vorbild, würde ich sagen. Ja. Sehr schön. Genau, und dann noch die dritte Frage. So sieht für mich ein perfekter Tag in Aschaffenburg aus. Ja, in Aschaffenburg bin ich meistens kulturell. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Ja, genau. Kulturell. Einmal natürlich durch die Mainert sehr viel unterwegs. Ich bin auch gerne im Kunstlanding oder in diversen anderen, der Jesuitenkirche mal zu einer Ausstellung oder im Christian-Schad-Museum waren wir vor kurzem auch zu einer Führung zum Beispiel eingeladen. Also ich bin meistens in Aschaffenburg kulturell und dann auch kulinarisch, weil ich das immer gern verbinde damit, was Leckeres zu essen in Aschaffenburg. Erst die Kunst und dann der Genuss. Genau, aber so der, muss es sein. Ja, auf dem Teller. Ja. Wie lebendig ist denn die hiesige Kunstszene? Was würdest du da sagen? Ja, sehr lebendig. Ich glaube, das ist auch wirklich bei den Aschaffenburgern durch und durch angekommen, dass wir hier eine Kulturstadt sind. Definitiv, ja. Sehr kulturell. Und ein Teil davon wird sich Mitte Mai bei euch präsentieren. Ja, da freuen wir uns ganz besonders drauf, dass wir dann einen Beitrag leisten dürfen und geballt auf 3 Tagen Messe und einem Opening 50 Künstler zeigen können. Das wird fantastisch, ja. Und ich freue mich sehr, dass du heute trotzdem Zeit gefunden hast, dass wir hier plaudern konnten. Na, super gerne doch. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank, ich danke dir. In der nächsten Folge von meiner Schaffenburg spreche ich mit einem Affen, der bereits Löwen herausgefordert hat. Was es damit auf sich hat? Die 70. Folge geht wie gewohnt in 2 Wochen, also am Donnerstag, 25. Mai online. Auf der Homepage des Medienhauses Mein Echo natürlich genauso wie überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr Mein Aschaffenburg abonniert und dem Podcast viele Bewertungssternchen schenkt.